So. Hallo. Herzlich willkommen zu Let's Play. Psst. Genauso heißt auch das Spiel. Ich würde es eher nennen Let's Play Kack mir in die Hosen Together. Das ist ganz leise sein. Ganz leise? Reden. Nein. Aber ach, nicht, dass ich nachher Albträume kriege. Ah! Was? Psst. Da war doch gar nichts. Psst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir laufen. Und es geht tiefer. Wieso läuft man eigentlich tiefer. Nach unten? Was? Wieso läuft man eigentlich nach unten? Weil es nach unten geht. Zur Hölle. Zur Hölle. Oh. Ich lebe auch gleich in der Hölle. Psst. Du musst dich auf das Spiel einlassen. Meine Mutter lässt sich auf mich ein, das reicht schon. Du bist voll doof. Du bist voll doof. Konzentration auf das Spiel. Ja, okay, ich hör dir, hör die Musik an. Setz dich ins Spiel hinein und hab Angst. Setz dich ins Spiel. Was ist hier los? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Wohin muss ich? Alter. Ich sehe nichts. Ich sehe nur ein paar Wände, wo ich mich orientieren kann. Das sind aber schöne Wände. Und irgendwie ist mir voll schwindelig. Ich sehe nur verschwommen. Vielleicht hat er auch zu viel Drogen gemacht. Hier geht's weiter. Ganz langsam, aber sicher geht es weiter. Ist schon schön. Hast du das gehört? Ja. Vierter Stock. Hä? Wir waren doch gerade immer im zweiten. Jetzt sind wir im vierten, jetzt halt die Fresse. Okay. Und das ist ja gar kein Let's Play, wenn ich nicht rede. Doch, aber du musst... mystisch sein. Du musst mystisch und ängstlich sein. Weil du hast Angst. Es geht immer weiter runter. Du bist in irgendeinem Haus, wo es immer runter geht. Im fünften Stock. Und es geht immer tiefer hinein. Ich kack mir in die Hose. Immer tiefer und tiefer. Schön. Schön. Der sechste Stock. Das ist aber evil. Hast du das gesehen? Ja, da war gerade was gefallen. Da waren Katzenaugen. Kann man auch wieder hochlaufen? Nee. Ist schon gruselig. Pass auf. Gleich kommt jemand und nimmt dich mit. Solange es nicht du bist. So ein Wichser, Alter. Alter, mit dir kann man kein Let's Play machen. Doch. Nein, mit dir kann man kein Horror-Let's Play machen. Jetzt sei ruhig, sei mystisch und sei horrorhaft. Psst. Okay. Horrorhaft. Okay. Wir befinden uns im siebten Stock. Mystisch. Fress ich jetzt. Alter. Da scheppert's. Was denn? Luxeter Shepard! Mann! Da mauert einer oder so, ich weiß nicht. Da ist irgendjemand. Wir sind nicht allein. Irgendjemand ist bei uns. Wir sind im achten Stock. Acht? Wie weit geht das Spiel? Ich weiß es nicht, das ist endlos. Endlos? Endlos, wie der Tod. Hat das Spiel auch einen Sinn? Ich weiß es nicht. Das werden wir erst erfahren, wenn wir angekommen sind. Wo? Ganz unten. Stammbahnhof.
neunter Stock. Aber es geht nach unten. Also sind wir im minus neunten Stock quasi. Man muss aufpassen, wo man hinläuft. Man sieht nichts. Es ist viel zu dunkel, um was zu sehen. Zehnter Stock. Und es wird immer dunkler. Und man sieht schon gar nichts mehr. Oh, da atmet einer. Da atmet jemand. Darth Vader. Oder ein Monster. Richtig. Es ist ein Monster. Es ist irgendetwas, was uns verfolgt. Ein Stalker. Elfter Stock. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nur mal angespielt, ein paar Male. Dann konntest du nicht mehr, weil... Dann habe ich mir in die Buchsen geschissen. Deswegen. Zwölfter Stock. Deswegen sind deine Hosen kaputt. Richtig. Die sind alle braun. Oh, da war es schon wieder. Weil ich mich eingekackt habe. Hörst du das? Oh mein Gott, ich hör's. Sollen wir weiterlaufen? Lauf! Sollen wir es wagen? Lauf! Oh mein Gott. Irgendjemand ist da. Lauf, lauf. Da ist was. Er kommt immer näher und näher. 13. Stock, wie weit runter müssen wir? Ah, da war's wieder. Ich hatte gerade mein Handy gebimmelt nebenher. Echt? Ja, hat Ding Ding gemacht. Alter. Weiter runter. Das ist dein Handy? Das ist mein Handy, ja. Oh mein Gott. Ein Moment. Ich muss kurz Handy. Er muss scheint kurz wichtig zu sein. Oh mein Gott. Was, wer ist das wohl? Das Monster aus der Tiefe. 14. Stock. Wie weit wir noch laufen müssen, weiß niemand. Nicht einmal der Markus. Ich weiß gar nichts. Immer tiefer und tiefer. Und irgendwann kommen wir am Ende der Welt raus. 15. Stock. Und da waren Katzenaugen. Immer diese Katzen. Gibt's hier Katzen? Ich weiß es nicht. Es geht immer weiter und weiter. Wie weit es runtergeht. Wie weit unten? 16. Stock. Irgendwann muss es doch mal aufhören. Und Mr. Markus hat sich schon in die Hose geschissen, deswegen ist er so ruhig. Richtig, es läuft die Suppe schon die Backen runter. Oh mein Gott. Ich zittere schon am ganzen Körper. In welchem Stock sind wir denn? Wir sind im 17. Stock. Oh Gott. Und wir haben jetzt zwei Wege. Links. Dann gehen wir nach links. Mitte. Nein, wir gehen nach links. Es geht nach unten. Sollen wir es wagen? Ich glaube, da sterben wir. Dann müssen wir wohl. Hüpf rein. Los. So, Markus. Spielen wir doch mal das Spiel wieder weiter. Ja, laufen wir doch einfach mal nach unten. Spielen wir das Spiel, lauf den Weg nach unten. Ja, die ganze Zeit laufen wir den Weg jetzt nach unten, in diese engen Gasse. Das ist keine enge Gasse, wir sind nur Passanten. Wir laufen gerade durch einen Tunnel. Richtig. Oder so. In diesem Tunnel gibt es bestimmt interessante Dinge zu erleben. Was denn zum Beispiel? Guck mal da, ein Kalkbrocken an der Wand. Guck mal, ein Schild mit einer 2 drauf, was das wohl heißen mag. Man munkelt vielleicht das Stockwerk, aber man munkelt. Das Stockwerk? Oh, hast du das gerade gesehen? Nein. Da hat mich jemand angeguckt.
Oh, das war vielleicht ein Spielkamerad. Ja, gehen wir doch mal weiter, um rauszufinden, wer das war. Vielleicht ist das auch ein Fangespiel. Ja, vielleicht muss man einfach nur irgendjemanden fangen, der sich versteckt hat. So ein ganz netter Mann. Und da ist wieder ohne Bonbons. Eine 3. Ja. Der Mann hat Bonbons? Ja. Oh, da will ich unbedingt hin. Der gibt dir dann welche. Er gibt mir welche. Oh, das finde ich aber toll. Aber dafür musst du ein Geheimnis bewahren. Was denn für ein Geheimnis? Das vertraut er dir dann an. Ach so, okay. Dann müssen wir das Geheimnis wohl rausfinden, nicht wahr? Richtig. Ja, Benjamin. Ich mag Bonbons. Magst du auch Bonbons? Ich finde Bonbons super. Also ich habe am liebsten 5 in meinem Mund gleichzeitig. Ich auch. Lecker. Weil nur dann entfaltet sich der Geschmack. Ja, richtig. Da kommen die ganzen Aromen aus dem Bonbon raus. Aber wenn man da nur 1 im Mund hat, dann schmeckt das gar nicht mehr lecker. Nein, 5 schmecken schon. Oh, hör mal. Oh, wir haben ein Walkie-Talkie dabei. Oh, das ist ja super. Aber wir können leider nichts verstehen. Leider haben wir keinen Empfang. Ja, das kommt schon mal vor in so tiefen Tunneln. Das ist ja ziemlich doof. Ja. Na, dann müssen wir eben weiterlaufen, bis wir ihn gefunden haben. Vielleicht kommt ja dann der nette Mann. Vielleicht hat er noch andere leckere Süßigkeiten außer Bonbons. Vielleicht hat er auch Schokolade. Oh ja, Schokolade. So eine Kinderüberraschung. Ja, das wäre auch ein Überraschungsei. Ich hätte gerne ein Überraschungsei. Ich mag Überraschungseier. Ich baue am liebsten. Was baust du? Oh, hier ist es ja ganz dunkel. Hier sieht man gar nichts. Halt dich mal lieber an der... Oh, guck mal. Ich laufe mal lieber an der Wand entlang. Nee, aber nicht, dass du stolperst, ja? Nee, das passiert mir doch nie. Pass auf. Ich pass auf. Ich laufe auch ganz langsam, siehst du? Ja. Ich bin schon ein großes, kleines Mädchen. Was? Ja, das bist du. Ich bin schon ganz... Oh, Vorsicht. Wendung. Ich bin schon eine ganze Handvoll Jahre alt, weißt du? Du bist ja alt. Ja. Ich kann meine noch an einer Hand abzählen. Guck mal, da steht schon eine 7. Kannst du? Ich kann noch nicht zählen. Ich kann schon bis 10 zählen. Echt? Das hat mir meine Mama beigebracht. Das ist ja schön. Das ist ja... Oh, das der Maurer ist da. Da hat es gerumpelt. Nein, das war der Maurer. Der Bauarbeiter? Vielleicht ist das der Mann. Vielleicht ist der Maurer. Oh, ja. Ein netter Bauarbeiter. Das würde ja auch Sinn ergeben, warum hier so viele Wände sind. Der ist Maurer. Ja, der mauert die ganze Zeit, mauert er den ganzen Tag lang. Und damit verdient er seine Brötchen und die Bonbons, die wir später abholen werden. Richtig. Und das Geheimnis. Oh, da wird es wieder ganz dunkel. Vielleicht hat das Geheimnis auch was mit Mauern zu tun. Oh, vielleicht kann es sein. Ich weiß es nicht. Ich finde Mauern schön. Ja. Vor allem diese Mauern. Besonders diese Texturmauern ist wirklich hübsch. Ja. Hier ab und zu mal so weiße Mauern, da so eine ganz rote Mauern, das ist ganz viele unterschiedliche Mauern sind hier. Ganz Ziegel. Viele Ziegel. Das sind keine Mauern. Das sind Ziegel. Das wusste ich gar nicht. Habe ich hier heute wieder was gelernt von dir, Markus? Auf unserem Kanal lernt man nur. Oh, das finde ich ja super von euch. Ja. Dass ihr Leuten was beibringt. Das magst ist immer du denn toll. Den Kanal Mr. Zero? Ja, den finde ich übelst schön. Den gucke ich mir jeden Tag mit meiner Mama zusammen nach dem Kindergarten an. Echt? Darfst du denn auch schon Saints Row gucken? Das noch nicht, nein. Nein, das darf ich noch nicht gucken. Das hat meine Mama, das ist nichts für mich. Aber eure Minecraft-Let's Plays, die habe ich alle angeschaut. Das ist ja schön, Benjamin. Benjamine. Ja, so heiß ich. Guck, weil was steht guck da? Guck mal. 10. Das ist die 10. Oh, dann wird es aber schwierig, nachher weiter zu zählen, weil ich kann nur bis 10 zählen. Ich helfe dir dann. Okay. Och, guck mal, immer mehr Mauern. Naja, das ist wunderschön. Vielleicht guck mal, die Decke, die ist auch wunderschön. Die passt so richtig zu den Mauern dazu, findest du nicht auch? Ist bestimmt betoniert. Weißt du, was Beton ist? Ja, das ist so ganz, ganz harter Stein. Huch, da bin ich kurz ausgerutscht. Entschuldigung. Oh, Vorsicht. Nicht, dass du mir hinfällst. Ja, der Boden ist auch ganz, ganz, ganz glitschig. Und guck mal, die Treppen an. Die sind auch 1A. Ganz spitze gemauert. Oh, was ist das denn für eine Zahl, Markus? Das ist die 11. So sieht eine 11 aus. Ja, das sind 2 Einsen. Eine 1 und dahinter nochmal eine 1. Das macht 11. Das muss ich mir merken. Habe ich wieder was dazugelernt? Richtig. Man lernt ja nie aus. Ich dir die 12. Okay, alles klar. Richtig. Aber jetzt muss ich erstmal noch weiter hier runter. Den Maurer suchen. Mit dem Bonbon. Wo der sich wohl versteckt hat. Kennst du denn den Maurer? Hast du den schon mal gesehen? Ja, der heißt Günther. Der heißt Günther. Maurer. Günther. Maurer Günther. Oh,
Was ist das? Das ist die 12. Das ist die 12? Richtig, weil 2 wie 12. Oh, das ist ja toll. Bis jetzt kann ich schon bis 12 zählen. Das ist fast 100. Fast? Mhm. Eines Tages bin ich groß und dann kann ich auch bis 100 zählen. Oh, das ist ja schön. Ja. Das lernst du bestimmt bald. Mhm. Und ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich auch Maurer. Ich mag den Beruf. Ich mag die Wände. Ich mag den Beruf an sich. Und ich habe immer so lustige Helme auf. Ich will auch mal so einen lustigen Helm auftragen. Das ist die 13. Das ist die 13. Auch bekannt als 12. Oh, okay. Meine Mama sagt, 13 ist eine Unglückszahl, aber das glaube ich nicht. Ich mag die 13. Ich auch. Ich finde die total spitze. Hast du schon mal den Maurer jetzt hier gesehen, mal wieder? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der versteckt sich aber voll gut. Gut, das finde ich voll doof, dass ich den so lange suchen muss. Und ich muss auch bald nach Hause. Oh, wartet, ja. Mein Little Pony wartet. Ja, guckst du mein kleiner Hamster, der vermisst mich bestimmt auch schon. Ja, glaube ich, das 14. Ist die 14. Oh, du bist gut. Mhm. Das habe ich gerade, weiß ich nicht. Geraten. Das habe ich geraten, ja. Weil du Zahlen kennst. Oder wird es wieder ganz, ganz dunkel. Hm, blöd, dass der Mann keine Taschenlampe dabei hat, ne? Mhm. Vielleicht hat der Maurer, hat eine. Vielleicht hat der Maurer eine Taschenlampe. Der hat bestimmt eine Taschenlampe, deswegen ist der auch so schnell, weißt du? Ah. Der ist viel schneller als wir. Ja, deswegen können wir, ich sehe ja gar nichts. Deswegen können wir nicht so schnell deswegen laufen. Deswegen muss ich hier langsam machen. Ja, das ist ja... Das ist ja was. Mhm. Schön. Ja. Oh, guck mal. Da noch mal eine Zahl und das ist eine... 15. Eine 15. Die 5 sieht aber ganz, ganz komisch aus. Ja, so sieht die 5 eigentlich gar nicht aus. Da fehlt da oben noch so ein bisschen Strich. Ja, vielleicht hat der Maurer ein bisschen geschlampert. Oh, der arme Maurer. Oder der renoviert hier noch. Aber der Maurer hat ganz schön viel Zeit. Der mauert hier alles und macht dann noch die Schilder ran. Und der ist trotzdem so weit weg. Ja. Vielleicht hat er schon vorgemauert. Vielleicht ist er auf der Suche nach seinem Arbeitsplatz, weil Schichtbeginn ist. Der muss zur Schicht. Ach so? Ja. Vielleicht ist er ja irgendwo eingeschlafen im Keller oder so. Man weiß es ja nicht. Müssen wir ihn wecken gehen? Oh, das ist schon die nächste Zahl. 16. Das ist eine 16. Das ist schön. Und weiter. Mhm, weiter. Aber nicht stolpern, ne? Nein, 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 ich bin ganz vorsichtig. Nehme dich auch an der Hand, wenn es sein muss. Nee, ich kann schon ganz alleine laufen. Das ist gut, ich krieg das hin. Auch wenn es hier dunkel ist. Ich passe bei den Treppen auch ganz gut auf. Okay. Mhm. Das machst du sehr gut, Benjamine. Mhm. Oh, da ist eine... 17. 17? Eine 1 und eine 7. Oh, die ist ja cool. Macht 7 und 10. Ah. 17. So Mathematik kann ich noch nicht. Ah, lernst du noch mit den Äpfeln. Äpfeln? Ja. Mathe hat was mit Äpfeln zu tun. Ach so. Ja, Mathematik ist die Lehre der Äpfel. Das ist also was zum Essen? Ja. Kann man Mathematik essen? Oh, was ist das denn für eine? Das ist die... 18. Die 18? Oh, das ist einfach. Da musst du einfach die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann da vorne musst du halt noch eine 10 sagen. Also genau. Danach. Genau. Also quasi 11. Auch so bei der 11 und 12. Die sind komisch, die mag ich nicht. Ja, das ist andere. Mhm. Auch bei der 13 und bei der 14... Da muss man einfach... Warte, warte, guck. Das ist zum Beispiel... Das ist jetzt eine 19. Richtig. Ja, gut gemacht, Benjamin. Ich bin voll toll. Der Maurer lässt sich immer noch nicht blicken. Nein, der Maurer wird sich nicht blicken. Den habe ich... Das ist voll doof. Oh, ja. Such weiter. Der kommt schon noch. Ich werde ihn noch finden, ja. Ja. Mhm. Und alles so dunkel hier. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, bald bist du wieder zu Hause. Oh, guck mal, die 20... Ja, die kennst du. Mhm, die kenne ich, weil meine Mama, die ist 20. Und du bist wie alt? Ich bin 5. Okay. Ja, ui, oh, hast du es gehört? Ich glaube, das war der Maucher. Ich glaube, der ist gerade am Schnarchen. Oh, mir wird es irgendwie komisch, Markus. Ist ein bisschen schwindelig? Oh, mir ist ein bisschen schwindelig, muss ich hier... Oh, guck mal, da ist der Maurer. Hallo, Maurer. Oh, der ist aber böse.